Finanzsektor tätig und würden uns dann so einiges darüber erzählen, wie man dort die Daten analysieren kann mit Python und interessanten Tools. Bitte schön. Herzlichen Dank und herzlich willkommen zum Vortrag. Bevor ich loslege, wer von den Anwesenden kennt Pandas? Das ist noch die Minderheit. Wer von denen, die es kennen, nutzen es auch? Oh, zwei oder drei. Ja, insofern werden vielleicht der ein oder andere heute etwas mitnehmen, was im Alltagsgeschäft oder aber auch bei spezifischen Datenanalyseanwendungen vielleicht sehr hilfreich sein kann. Ich steige direkt ein, hier ist nochmal die Struktur des Vortrags, aber was ist Datenanalyse überhaupt? Mittlerweile sehr beliebt, hier die Definition von Wikipedia für Data Mining. Man will irgendwie ein Wissen von einem existierenden Datenset extrahieren. Man hat Daten und will irgendwas daraus schließen. Manche wollen die Börse vorhersagen, andere in der Astrologie wollen, weiß ich nicht, Beziehungen vorhersagen. Was auch immer es sein mag, das ist das, was man Data Mining bezeichnet. Warum ist effiziente Datenanalyse oder effizientes Data Mining überhaupt ein relevantes Thema? Die verfügbaren Daten heutzutage wachsen exponentiell an. Sei es in einem einzelnen Unternehmen, sei es man schaut ins Internet oder in andere öffentlich zugängliche Quellen. Die Daten wachsen viel, viel schneller an und es gibt da ja immer wieder die entsprechenden Zahlen im Vergleich zur Historie, wie schnell sich das Wissen oder die zumindest mal die Menge der Daten, das Wissen ist ja relativ, aber die Menge der Daten im Zeitablauf verdoppeln. Für Unternehmen ist es hochrelevant, diese Flut an Daten bewältigen zu können, um strategisch, finanziell und operativ richtige Entscheidungen treffen zu können. Das setzt allerdings natürlich eine sorgfältige Analyse dieser Daten voraus. Und wie der alte Spruch schon sagt, Zeit ist Geld, das muss effizient passieren. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, was das für mich heißt. In vielen, vielen Industrien ist Datenanalyse sowieso was ganz Zentrales im Finanzsektor. Wie Mike eben sagte, wo wir aktiv sind, ohnehin, jeder weiß, die Analyse von Finanzdaten, Börsendaten etc. ist was ganz, ganz Wichtiges in diesem Sektor, aber auch im Energiebereich, in der IT allgemein sind das Themen, die sehr, sehr bedeutend sind. Aber auch in der Forschung. Ich selbst bin ja noch Lehrbeauftragter an der Universität. Und wenn ich da mit denen, die da Statistik betreiben, mich unterhalte, Datenanalyse ist dort Tagesgeschäft. Für Physiker genauso wie für Biologen, wie für Chemiker. Überall fallen mittlerweile Unmengen von Daten an. Man denke an die Astronomie. Gigabyte, terabyteweise Daten, die es da zu analysieren gibt. Aber ganz allgemein, wenn man jetzt nur die Developer-Brille aufsetzt, bei nahezu jeder Softwareentwicklung oder Anwendung ist Datenanalyse von hoher Bedeutung. Unternehmen investieren auch immense Summen in das Datenmanagement. Also mit der wachsenden Datenflut wachsen auch die Investitionen. Ich habe hier mal Zahlen genommen, 100 Milliarden US-Dollar ausgegeben für Datencenter, Infrastruktur und Hardware in 2011, 24 Milliarden investiert in Datenbanktechnologie und Software. Man denkt an Oracle und einen der reichsten Menschen auf der Welt. Aber auch für die Gebäude. Man hat ja immer so die Vorstellung, so Daten, Informationen, die sind ja nicht physisch, die haben kein Ausmaß, das ist was Abstraktes. Aber irgendwo müssen die Server, müssen die Laufwerke und alles andere ja auch stehen. Man sieht hier in London hat Digital Realty Trust ein Gebäude oder drei Gebäude erworben für 1,1 Milliarden US-Dollar. Diesen Investitionen stehen aber auch Benefits gegenüber. Jeder, der sich da ein bisschen vertiefen will, diese Studie ist im Internet, wenn man das googelt, find- und downloadbar, sowohl als Executive Summary als auch als volle Studie mit 140 Seiten ungefähr von McKinsey. Und McKinsey behauptet dort Folgendes, weil das sind natürlich Schätzwerte, wie man sich vorstellen kann, dass das Potenzial von Big Data Management im US-amerikanischen Gesundheitssektor ungefähr 300 Milliarden US-Dollar beträgt pro Jahr. Mehr als Spanien insgesamt überhaupt ausgibt in diesem Bereich. 250 Milliarden potenzieller Wert werden in dem öffentlichen Transportsektor in Europa zugeschrieben, mehr als das Bruttosozialprodukt von Griechenland. 600 Milliarden potenzieller Wert in dem Bereich Konsumgüter, ich sag mal auch bis hin zu Shops etc. pp. Durch das Thema Personalisierung und Lokalisierung im E-Commerce. Also Datenanalyse, um es andersrum auszudrücken, ist kostspielig, aber richtig gemacht zahlt es sich auch aus. Was verstehe ich unter effizienter Datenanalyse? Das ist, dass ich einerseits das, was mich interessiert, zügig implementieren kann und dass es andererseits, wenn es implementiert ist, auch schnell abläuft. Zum Beispiel, aktuelles Kundenprojekt,
von mir, was immer noch läuft. Da geht es darum, neue Lebensversicherungsprodukte mit einem, sagen wir, investitionsgebundenen Kern zu entwickeln. Was heutzutage up-to-date ist, dass solche fondsgebundenen oder anteilgebundenen Lebensversicherungspolicen mit Garantien ausgestattet ist. Wir haben lange drüber diskutiert, man könnte sagen gestritten, macht es Sinn überhaupt, aktuell Garantien anzubieten, weil diese Garantien sind sehr, sehr kostspielig. Und sowas Kostspieliges, wie bei einer klassischen Versicherung, lohnt sich ja nur, wenn das für den Versicherten auch einen Vorteil bietet. Da habe ich gesagt, okay, ich habe die Zahlen noch nie irgendwo gesehen, die konnte mir auch keiner liefern. Da habe ich gesagt, Mensch, ja, wenn ich jetzt mal zurückdenke und sage, in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wenn ich so einen Sparplan implementiert hätte auf Basis des DAX oder des Eurostoxx oder des Schweizer Aktienindex, hätte ich da überhaupt Geld verloren, wenn ich so lange gespart hätte? Weil das ist ja der Punkt, um den es geht. Wenn ich lange spare und am Ende will ich dann, wenn ich in den Ruhestand gehe, auch das Gesparte noch beisammen haben. Die Lösung, ehrlicherweise erinnert das noch wie gestern, das war Sonntag, ich kam vom Sport sonntagsmittags, saß auf dem Bett und wollte Fernsehen gucken, dachte ich, Mensch, jetzt holst du mal einen Rechner raus und fährst Python hoch und lädst mal Daten aus dem Internet runter und nutzt Pandas, und es hat tatsächlich eine Stunde gedauert, bis dieses Thema, diese Frage dann übersetzt war in Finanzdaten, in ein kleines Skript, was letztlich so Sparpläne simuliert hat mit verschiedenen Parametrisierungen, und der Aufwand letztlich für das Skripten, ich sag mal eine Stunde für den ersten Prototyp, nur mit so einem Skript kann ein Vorstand nichts anfangen oder auch die Produktentwickler oder die Aktuare selbst auch nicht. Hab dann noch eine kleine Präsentation erstellt, das war einen Tag später in der Bahn auf dem Weg zum Kunden, und das hat mich noch mal ungefähr eine Stunde gekostet, und das ist das, was für mich effiziente Datenanalyse ist. Ich kann das schnell umsetzen, ich habe eine Frage, die kann ich schnell adressieren und brauche keine hochspezifische Software, Business Intelligence, Data Warehouse Lösung für Hunderttausende von Euros, wo was spezifisch implementiert werden muss, sondern ich kann es interaktiv sonntags mittags auf dem Bett mit meinem Netz, mit meinem Notebook realisieren. Was sind typischerweise zentrale Probleme im Datenmanagement und in der Analyse? Ja, ich habe zuerst mal mit unterschiedlichen Quellen zu kämpfen. Vielleicht habe ich das gar nicht in-house, ich muss externe Quellen anzapfen. Ich habe in-house-Quellen, die an verschiedenen Stellen liegen. Ich habe aber auch Daten, die ich vielleicht dazu mischen will, die on the fly generiert werden. Und diese Daten kommen typischerweise dann noch in unterschiedlichen Formaten daher. Ich habe irgendwas in SQL-Datenbanken liegen, in Textfiles, in Excel-Dateien, in CSV-Dateien. Ich habe aber vielleicht auch schon Python-basiert NumPy-Arrays, die ich dazu packen will. Also damit muss ich mich auch auseinandersetzen. Der Grad der Strukturiertheit variiert auch typischerweise. Manche Daten sind sehr strukturiert, andere eben wenig. Manche sind indexiert, andere sind nicht indexiert, Tabellenformen, mehrdimensionale Arrays, you name it. Jeder hat mit Sicherheit x Beispiele im Kopf. Ein ganz großes Problem ist die Vollständigkeit. Entweder sind Daten unvollständig oder häufiger auch übervollständig. Also mir fehlen Daten oder ich habe Dubletten drin. Beides ist ein relativ unangenehmes Thema, wenn ich Daten analysieren will. Man denke an ein NumPy-Array. Dubletten gibt es da weniger jetzt, wenn ich mal an eine vollständige Struktur denke. Aber unvollständige Daten, das ist mit NumPy per se schon ein Stück weit schwierig zu adressieren. Konventionen, Daten, die geliefert werden, sehen vielleicht auf den ersten Hinblick ähnlich aus, aber zum Beispiel Datums- und Zeitangaben. Ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Formate es für Datums- und Zeitangaben gibt, je nach Quelle, die ich nutze an der Stelle. Auch die Interpretation. Ja, wenn ich doch schon weiß, dass das ein Zeitindex ist, dann wäre ich doch gerne in der Lage, das auch automatisch zu erkennen und jetzt nicht nur anzufangen, das irgendwie zu parsen, zu machen, zu tun, irgendwas zu schreiben, damit das am Ende auch passt. Und last but not least, haben wir eben gesehen, schnelle Ausführung, Performance ist natürlich auch ein typisches Problem. Der Vortrag war meine Eingangsfrage, befasst sich ausschließlich mit Pandas, vielleicht ein bisschen zur Historie. Als ich 2010 so einen Finance-Vortrag auf der Europython gehalten habe, da ging es auch um Python, wie man das in Finance anwenden kann, war Pandas so ein Seitenthema. Ganz klein am Rande, mal ein bisschen was gezeigt, da war es auch noch in den Kinderschuhen, wie man so schön sagt. Ein Jahr später war Pandas mit Pytables schon im Vortrag mit drin, und jetzt lohnt es sich, glaube ich, schon, weil die Bibliothek so groß und leistungsstark geworden ist, einen eigenen Vortrag dazu zu machen. Vielleicht werdet ihr alle am Ende das auch nachvollziehen können, was das Charmante an dieser Bibliothek ist und warum wir es lieben und schätzen gelernt haben. Ich will die Bibliothek, hier findet ihr nochmal die Kernquelle dazu, also unter pandas.pydata.org findet ihr im Prinzip alles, was ihr braucht. Eine Dokumentation über die Installationsdateien etc. Aber ich will es illustrieren anhand von drei Beispielen. Ein einführendes Beispiel, wo die Kernklassen vorgestellt werden und die Leistungsfähigkeit. Dann anhand von zwei Finanzbeispielen zeigen, wie effizient die Datenanalyse ist. Der Fokus liegt hier
sage ich mal, auf der Kompaktheit des Codes, auf der schnellen Umsetzung. Da es nur Slides sind, kann man die Performance an der Stelle schlecht abschätzen, aber ich kann versichern, selbst bei vielen, vielen tausend Lines of Code, Megabyteweise, da stößt Pandas noch lange nicht an die Grenzen. Wie es jetzt im Terabyte-Datenbereich ist, das weiß ich nicht, aber der Fokus liegt eben, das muss man sich immer vor Augen führen, auch auf In-Memory-Operationen. Also ich habe alles typischerweise im Speicher und nicht irgendwo ausgelagert in einer Datenbank oder was anderem. Also man kann es sich vorstellen als ja, so NumPy on Steroiden. Hier mein Haftungsausschluss zum Thema Lines of Code und wie der Style ist. Also mir kommt es darauf an, die Message zu übermitteln. Weder Style noch Funktionalität wird hier irgendwie gewährleistet. Fangen wir an mit der Series Class. Diese Klasse ist explizit dafür gedacht, indexierte Datenreihen zu managen. In aller Regel hat man es mit zeitindexierten Datenreihen zu tun. Ob irgendwas in Logfile auf dem Server weggeschrieben wird, bei Finanzdaten, bei Daten im Energiesektor, immer ist irgendwo ein Timestamp dabei. Und das ist auch das, was uns, denke ich mal, relativ natürlich vorkommt. Wenn S nun so ein Objekt ist, dann hat das eine bestimmte Auszeichnung, nämlich hier ein Index. Ich sag mal, ganz vereinfacht gesagt kann man sich vorstellen, dass ich mir S als ein NumPy-Array vorstellen kann, wo eben noch irgendwas dazukommt. Und das ist eben der Index. Das muss kein Zeitindex sein. Das kann auch A, B, C, D, E sein. Das kann auch irgendwas anderes sein. Es können Namen sein. Es können auch hierarchische Indizes sein. Also da bietet Pandas einiges. Aber vielleicht mal in der Anwendung zu sehen, ich kann so eine Klasse instantiieren, indem ich hier was übergebe. 1, 2, 3, 4, 5 sind meine Daten, die ich übergebe. Und der Index ist A, B, C, D, E. Über den Aufruf sindex erhalte ich den Index hier gegeben, nochmal zurück. Und was ich jetzt machen kann, ist eine der, will nicht sagen unzähligen, aber es sind sehr, sehr viele Methoden, die eingebaut sind, zu nutzen, um mir jetzt beispielsweise den Durchschnitt zu errechnen von 1, 2, 3, 4, 5. Dafür hätten wir jetzt Pandas nicht gebraucht, aber wir sehen, der Code ist relativ kompakt. Das kann ich hier natürlich auch mit ganz, ganz anderen Datenstrukturen machen. Das mal als Einstieg. Machen wir es jetzt ein bisschen reeller, indem wir jetzt einen Zeitindex dazu packen. Pandas enthält sehr viele Funktionen, mit denen ich Zeit managen kann. Und jeder, der mal damit zu tun hat, wir haben selbst seit 2006 mit unserer Anwendung damit zu tun. Wir haben letztlich alles das, was hier frei Haus geliefert wird, von Hand zu Fuß implementiert im Hinblick auf das Zeitreihenmanagement. Aber hier sieht man, dass zum Beispiel die DateRange-Funktion wunderbar geeignet ist, Zeitindizes zu erzeugen. Indem ich nämlich DateRange aufrufe, ich übergebe hier ein Startdatum und ich gebe jetzt noch eine Anzahl an Perioden. Hier in dem Fall ist es die Länge meines Arrays X, das sind 250 standard normal verteilte Zufallszahlen und ich kann jetzt ähnlich oder so einfach wie das eben war, hier eine zeitindexierte Reihe von Zufallszahlen haben. Jetzt sind wir schon relativ nah am Finanzbereich, weil das ist ja nichts anderes. Im Finanzbereich, wenn ich mir die Finanzdaten angucke, ist das historisch gesehen, vermeintliche Zufallszahlen, rückblicken natürlich nicht mehr, aber vorausschauend schon. Und die haben irgendwie einen Timestamp, also ein Datum und eine Zeit. Hier ist jetzt nur ein Datum dabei, aber hier kann auch genauso gut ein Datetime64-Index dahinter stehen. Und dann habe ich Datum und Zeit direkt in dem Index mit verankert. Das zeige ich später an einem Beispiel noch. Wenn ich jetzt solche Indizes generiere, kann ich auf eine ganze Reihe an Parametern komplett auf das Thema Date-Tools zurückgreifen, wo ich hier jetzt mal im ganz einfachen Fall das Thema von vorhin wiederhole. Ich sage nochmal die Länge, 250 Elemente habe ich hier, vorne das Startdatum und ich gebe jetzt hier die Frequenz an. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, steppe einfach in 2-Tages-Schritten und nicht in 1-Tages-Schritten. Ich kann aber auch in Business-Day-Schritten, ich kann in ganz verschiedensten Dimensionen hier Zeitindizes generieren, mit Monatsenden, mit Business-Monatsende, mit Jahresende, mit Business-Jahresende. Also alles ist hier verankert, wo man typischerweise im Alltag zu kämpfen hat. Gerade im Finanzbereich, wenn es darum geht, ist eine Aktie überhaupt gehandelt worden? Nein, sonntags kann nicht sein, also da gibt es keine Wertstellung, deshalb will ich das da auch nicht simulieren, will da auch nichts machen, aber der Montag danach oder der Freitag davor ist das, was mich interessiert. Das sind alles Themen, die kann ich mit Pandas hier wunderbar adressieren. Kommen wir jetzt zu der zweiten Klasse. Das ist eigentlich die Kernklasse, wo der intellektuelle Vater, die DataFrame-Class aus der Sprache R ist, die dem einen oder anderen vertraut sein könnte. Das ist letztlich nichts anderes als die mehrdimensionale Version der Series-Class.
Wenn ich hier zum Beispiel zwei Zeitreihen nochmal habe, wo ich vier Standard normal verteilte Zufallszahlen generiere und zwei unterschiedliche Indizes jetzt habe, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Wir sehen, der Index ist unterschiedlich, wenn auch nur leicht. So kann ich aus diesen beiden Zeitreihen jetzt ein Data Frame generieren, indem ich ein Dictionary übergebe. Das ist ein Weg. Da gibt es auch mehrere Wege, das entsprechend zu realisieren. Das ist ein Weg, dass ich ein Dictionary übergebe. Zuerst der Name der Spalte, dann tatsächlich welches Objekt, hier S für die erste Zeit, für die erste Serie und T für die zweite Serie. Jetzt generiere ich on the fly noch eine dritte Spalte in meinem Data Frame. Hier mit Summe verzeichnet, Sum, wo ich einfach jetzt die ersten beiden Spalten, die ich zuvor generiert habe, nutze. Und wir sehen letztlich hier das Ergebnis, wo wir links, ganz links den Index sehen, 1, 2, 3, 4, 5. Man sieht, das ist schon gemerged aus den zweiten Urindizes. Ich habe links die Zeit, die Zeitreihe oder hier die Reihe nur, also Series S. Ich habe in der Mitte Series T und ich habe die Summe aus beiden. Und wir sehen hier schon zwei sehr, sehr angenehme Eigenschaften, nämlich das Zusammenführen, das Alignment von Daten und eben auch das Handling von fehlenden Daten. Also das Aufaddieren über die Spalten trotz fehlender Daten hat keinen Effekt gehabt. Pandas hat das ausgeblendet. Deshalb sehen wir hier an der Stelle eben auch zweimal not a number, also not a number plus a number ist eben not a number. Aber die anderen entsprechenden Zellen sind genauso gefüllt worden, wie man das erwartet. Das geht aber jetzt genauso, wie wir es eben bei der Series gesehen haben, wenn ich nochmal einen Durchschnitt aufrufe oder die Summe hätte ich hier aufrufen können, sodass sich hier alle Methoden gar nicht daran stören, dass hier Zahlen fehlen. Macht es schon mal sehr angenehm, weil gerade auch die Finanzdaten, und das werden wir gleich im Hochfrequenzbereich sehen, ja eben nicht in diesem Sinne vollständig sind, dass wenn ich Zeitindizes habe, dass ich auch zu jedem Timestamp, eben für jede Aktie oder für das Objekt, was ich analysiere, die entsprechenden Daten habe. Kommen wir noch kurz zum grafischen Bereich. Also es sind auch sehr viele Methoden eingebaut, mit denen ich sehr angenehm Grafiken generieren kann, wenn man jetzt mal an Reports denkt, zum Beispiel, oder eben einfach das nur sich mal angucken will. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich habe hier nochmal meine Date-Range-Funktion. Ich habe jetzt zwei 250er Arrays erzeugt mit standard normal verteilten Zufallszahlen. Ich generiere hier nochmal ein entsprechendes Data-Frame und plotte jetzt hier in 58 die kumulierte Summe. Also ihr seht, ich habe hier auch mehrere Methoden im Aufruf hintereinander. Habe das Data Frame, habe die kumulierte Summe und beides soll geplottet werden. Dann habe ich nochmal hier die Möglichkeit, über eine Spalte ein Histogramm zum Beispiel zu machen, nämlich über das X-Array, was ich vorher generiert habe. Und jetzt als Beispiel, es gibt noch mehr Grafiken, noch mehr grafische Methoden hier drin, noch ein Boxplot. Also das ist was, was gerade bei uns für die Simulation wirklich es immer nochmal auf den Punkt bringt, jenseits eines Histogramms, so ein Boxplot, dann nochmal eine sehr, sehr kompakte Thematik. Hier sieht man die drei Outputs. Und was man links auch nochmal sieht, gerade die Achsenbeschriftung, was bei zeitindizierten Themen ja immer auch so ein bisschen tricky ist, wird hier on the fly mit übernommen. Wir sehen, Crit ist eingeschaltet, ich habe eine Legende, die das mit beschreibt, eben mit meinem Namen der einzelnen Spalten. In der Mitte sehe ich das Histogramm und rechts eben Boxplot und jeweils für so ein Thema zu erzeugen, habe ich eine Zeile gebraucht. Kommen wir zum ersten realen Beispiel. Auch das, ich habe das letztes Jahr in abgewandelter Form hier auch schon mal präsentiert, im anderen Kontext. Ich glaube, im Barcamp war das gewesen. Aber ich habe es auch schon mehrfach präsentiert und Pandas entwickelt sich so schnell. Also gerade in diesem Monat ist die Version 0.9.0 rausgekommen, dass ich das Beispiel und die Kompaktheit des Beispiels quasi von Version zu Version immer noch mal geändert haben. Insofern finde ich, lohnt es sich, da immer noch mal reinzugucken. Was wir hier machen wollen, ist die historischen Kurse der Apple-Aktie einzulesen. Tickersymbol ist AAPL. Wir beginnen am 1. Januar 2006, das ist beliebig, mehr oder minder. Wir lesen die Daten ein von finance.yahoo.com und wir speichern sie in Pandas DataFrame-Objekt. Weil ich kriege hier nicht eine Zeitreihe zurückgeliefert, sondern ich kriege pro Datum kriege ich mehrere. Eröffnungskurs, Höchstkurs, niedrigster Kurs, Schlusskurs. Also kriege ich pro Datum kriege ich da mehrere Daten geliefert, also brauche ich hier ein DataFrame-Objekt. Wir analysieren das ganze Thema, wir berechnen die Log-Returns, nutzen hier die Methode Shift und generieren eine neue Spalte mit den Log-Returns.
Wir plotten das ganze Thema, nämlich die Aktienkurse plus die Log Returns in ein Schaubild. Dann nutzen wir die Inputdaten, um eine Simulation zu implementieren und bewerten eine Call-Option auf die Aktie. Und zwar ist die Call-Option 110% des letzten Schlusskurses, also der Strike ist 10% über dem letzten Schlusskurs und die Laufzeit ist ein Jahr. Wenn wir damit durch sind, wollen wir die Daten, die wir aus dem Netz gezogen haben, die wir ergänzt haben um die Log Returns, dann noch in Pi-Tables abspeichern. Dieser Bereich zum Beispiel hat sich jüngst erst geändert, nämlich mit Data Reader. In den letzten Beispielen war es immer so, dass ich über URL Retrieve die entsprechende URL eingegeben habe, um von Yahoo, Finance Yahoo, die Zahlen zu ziehen, das als CSV-File abzuspeichern, dann per Read-CSV in Pandas einzulesen. Jetzt hat Wes McKinney hier Data Reader programmiert, wo ich sage, mich interessiert die Apple-Aktie, AAPL, wo will ich die Daten hier haben von Yahoo, zu welchem Startdatum, 1.1.2006. Und schon habe ich aus dem Netz alle Tageskurse seit dem 1.1.2006 in meinem Data Frame-Objekt. Eine Zeile. Wurde eben nach dem Vortrag gefragt, wo man Daten herbekommt und wie man sie am besten verarbeitet. Das ist ein Beispiel dafür. Von Yahoo bekommt man sie und mit Pandas kann man sie sehr, sehr einfach verarbeiten. Jetzt will ich die Returns berechnen. Die Tagesreturns, das heißt, ich muss immer den Schlusskurs des einen Tages durch den Schlusskurs des Tages davor dividieren. Hier geht es um die Log-Returns und das kann ich recht einfach machen mit der Methode Shift. Wenn man sich vorstellen kann, wenn ich eine Tabelle habe, habe ich Shift 1, wird einfach die zweite Reihe dann 1 nach unten geschiftet. Das kann ich auch um 2, 3, 4, 5 Tage und 250 Tage, da habe ich die Jahresrendite. Also ich kann alles gegeneinander verschieben mit der Shift-Methode. Auch hier sieht man das Generieren einer neuen Spalte in einem Data Frame-Objekt plus das Berechnen der Daily Log Returns eine Zeile. Das Ergebnis, jetzt mal ausgedruckt im String-Format, sieht wie folgt aus. Links sehen wir unseren Tagesindex, sehen die Eröffnungskurse, die Höchstkurse, die Niedrigstkurse, Schlusskurse und das Handelsvolumen. Dann haben wir noch Adjusted Close, das ist, wenn Dinge danach passieren, also eher was Finanztheoretisches und unsere neu generierte Spalte Return. So sieht das Data Frame Objekt jetzt aus. Natürlich eine Auswahl, ich habe nur die letzten 10 hier ausdrucken lassen. Man sieht oben noch die Methode ToString. Ich kann mir hier genauso gut auch Themen schreiben lassen ins CSV-Format nochmal, wenn ich das weiterverarbeiten will, als HTML, wenn ich auf der Webseite unterwegs bin. Also ToHTML kann ich generieren oder ToExcel, dann schreibt das in Excel-File. Also hier einfaches Einlesen von Daten und einfaches Ausgeben von Daten ist quasi methodisch eingebaut an der Stelle. Das Plotten, haben wir eben gesehen, ist sehr angenehm. Ich will hier den Schlusskurs plus die Returns in ein Schaubild plotten, mache das mit 2 Subplots und das Ergebnis sieht dann wie folgt aus. Hier sehen wir nochmal im Hinblick auf die Jahreszahlen, jetzt werden keine Monats- oder Tagesdaten ausgegeben, das funktioniert hier auch mit einer gewissen Logik, sodass die Achsen immer entsprechend nett beschriftet sind und hier jetzt nicht tausende von Angaben erscheinen oder hunderte von Angaben, sodass nichts mehr lesbar ist. Und diese Grafik im Prinzip auch, jetzt nicht mit einer Zeile, aber ich sag mal mit 6 kurzen Zeilen entsprechend generiert. Die Monte Carlo Simulation, hier steht jetzt ziemlich viel Text, aber das ist eben auch nur viel Text, da werden nur ein paar Parameter letztlich belegt, hier der Startkurs S0, dann nehme ich den Schlusskurs aus dem, was ich downgeloadet habe, für die Volatilität nehme ich die Standardabweichung der Returns, die ich vorher ermittelt habe und das andere sind nur gewisse Annahmen und unten sehen wir eine Monte Carlo Simulation zur Bewertung. Das ist jetzt eher nebensächlich, gerade der Bereich Simulation hat wenig bis gar nichts mit Pandas zu tun, sondern ist NumPy basiert. Im Ergebnis habe ich hier mit ganz wenigen Schritten einen recht komplexen Vorgang realisiert, nämlich das Simulieren einer Aktie plus eine Optionsbewertung, wo hier tatsächlich nur noch der Monte Carlo Schätzer ausgewertet wird, in vektorieller Schreibweise, also wir haben hier einen Vektor, über den ich die Summe bilde, den Durchschnitt davon und muss das Ganze abzinsen, also auch hier wieder sehr, sehr kompakter Code. Last but not least, ich will die Daten, die ich downgeloadet habe, ich habe sie auch ergänzt, ich habe sie bearbeitet, aufbereitet, die will ich auch abspeichern. HDF5 ist eines der Standardformate in der Python-Welt überhaupt. Auch hier haben wir eine angenehme Funktion, nämlich HDF-Store, mit dem ich ein HDF5-File öffnen kann. Und ich ordne es relativ einfach zu, indem ich nämlich sage, okay, in diesem File ist AAPL eben genau mein
Objekt, mein DataFrame-Objekt AAPL. Wenn ich es jetzt auslesen würde, kann ich es genau rumdrehen, ich würde es öffnen, dann eben mit Append, also mit dem Parameter A. Hier wird ja jeweils ein neues File geöffnet, also der Default ist Write bei HDF Store. Und dann muss ich nur die Gleichung umdrehen und würde dann ein DataFrame-Objekt AAPL erzeugen oder auslesen aus meinem HDF5-File. Wenn ich das jetzt direkt mit PyTables oder was adressieren will, wer Lust dran hat, der kann da mal reingucken. Also die Struktur ist dann schon ein bisschen weird. Also das ist hier wirklich so ein bisschen als Box zu sehen, weil Pandas schreibt in dieses HDF5-File das so hierarchisch, dass diese gesamte Struktur der einzelnen DataFrame-Objekte im Detail da abgebildet ist. Also das ist auch nur sinnvoll mit Pandas wieder auszulesen. Man kann es auch anders auslesen, aber ich glaube, dafür ist es auch nicht gedacht, sondern nur, um schnell Dinge wegzuschreiben und um sie schnell wieder auszulesen. Summa summarum kriegen wir das, was ich mit relativ vielen Worten, aber dann umgekehrt doch recht wenigen Worten beschrieben habe als Fallstudie, auch als Python-Script mit Pandas auf einen Bildschirm hier gepackt. Also man kann sagen, mehr oder minder die Anzahl Worte, die ich brauche, um das Problem zu beschreiben, korreliert ungefähr mit der Anzahl der Worte oder der Ausdrücke, die ich brauche, um das in Python mit Hilfe von Pandas zu implementieren. Muss ich nochmal vor Augen führen, wir haben wirklich hier Finanzdaten eingelesen aus dem Netz und als DataFrame entsprechend abgelegt. Wir haben hier Log-Returns berechnet, neue Spalten angelegt, wir haben Plots generiert, wir haben simuliert, wir haben bewertet und wir haben das ganze Thema noch abgespeichert. Also hier ist schon relativ viel passiert an der Stelle. Aber die Daten waren in dem Sinne, mit dem wir das jetzt gemacht haben, noch relativ angenehm. Also es ist zwar effizient, aber ich sag mal, die Hürden im Hinblick auf die Daten, die Qualität, die Vollständigkeit, das Format und so weiter, das war ja noch recht angenehm. Ich kriege das standardisiert von Yahoo geliefert und damit kann Pandas wunderbar umgehen, aber das muss ja nicht immer so der Fall sein. Deshalb jetzt in dem nächsten Beispiel, was auch, denke ich, in vielen anderen Bereichen immer bedeutender wird, will ich auf Hochfrequenzdaten eingehen und gleich mal zwei Zeitreihen miteinander vergleichen, nämlich Google und Apple an der Stelle. Und da kommen wir ruckzuck an das Thema Unvollständigkeit der Daten, unterschiedliche Zeitindizes, wie lege ich sowas übereinander, wie kann ich Dinge aggregieren, weil hier haben wir jetzt sehr viele Informationen, die es zu verarbeiten gilt. Nämlich, um genau zu sein, 21.153 Reihen, sprich Kurse für die Apple-Aktie, aber eben nur in Anführungszeichen 7.786 Reihen für Google. Also schon eine ganz andere Größenordnung an Daten. Ungefähr nicht ganz Faktor 3, was wir an Apple-Kursen haben versus den Google-Kursen an der Stelle. Vorgehen wird ähnlich sein, wir ziehen die Daten aus dem Netz und bereiten sie auf. Aber im Detail soll das heißen, wir empfangen die Daten für Apple und Google aus dem Netz und speichern sie als CSV-Files. Haben wir zwei Files, jetzt müssen wir es direkt machen. Also das kann Pandas so nicht einlesen, wie ich das eben gezeigt habe. Da müssen wir ein bisschen andere Themen machen. Ich lese die Daten aus den CSV-Files ein, in zwei DataFrame-Objekte zuerst mal, ich will sie später zusammenführen. Dann will ich die Daten aufbereiten, weil, was wir hier sehen werden, unser Datetime-Index, also Datetime64-Index, der reicht nicht ganz aus, weil ich habe hier auf Sekundenebene zum Teil mehrere Quotes. Und wenn mein Index jetzt eben nur Sekunden kann, habe ich doppelte Zeiteinträge hier. Und das ist für verschiedene Funktionen, nicht bei allen, aber für verschiedene Funktionen, auch das, was wir machen wollen hier, funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen die Daten zuerst mal aufbereiten und doppelte Zeiteinträge löschen. Wir wollen die Daten dann zusammenführen, jeweils die Bitkurse von Apple und Google. Das kann man sich schon vorstellen, der eine Index ist so lange, also 17.000 nach Datenbereinigung, der andere 7.500 nach Datenbereinigung. Die muss ich jetzt zusammen oder soll ich zusammenführen. Dann interessieren mich aber nur im Prinzip die Kurse nach 10 Uhr, weil vorher die Handelsaktivität außerbörslich ist und die Entwicklung nicht so ist, aber das ist im Prinzip willkürlich, nur um mal zu zeigen, wie ich sowas machen kann. Dann will ich die Daten, die ich hier habe, ausgeben, ich will sie plotten und dann will ich nochmal zeigen, wie man auch hier mit Not and Number Einträgen umgehen kann bei grafischen Funktionen oder auch bei anderen Berechnungen, weil das kann Pandas auch on the fly lösen. Am Ende des Tages will ich die Tick-Daten, die mir viel zu viel sind, die kann ich gar nicht so überblicken, so tausende von Daten, ist ganz schwierig zu erfassen, die will ich aggregieren auf Stundendaten. Ich will durchschnittliche Stundenkurse errechnen damit, um dann weiterzuarbeiten. Da kann ich schon eher was mit anfangen, von Stunde zu Stunde, das geht so in meinen Kopf rein, aber diese tausende von Informationen, das ist einfach zu viel und am Ende des Tages will ich noch ein paar statistische Daten über einerseits die Ticks und andererseits die Stundendaten generieren.
So, einlesen per URL Retrieve. Relativ Standard. Hier ist die Quelle eine andere. Und zwar ist das Netfonds, nicht Yahoo. Netfonds ist ein norwegischer Online-Broker. Hier laden wir die Daten down. Hier ist nur der, sag ich mal, der Basis, die Basis-URL definiert. Die ergänze ich dann um die entsprechende Aktie, die mich interessiert. Seht hier per String Replacement, Prozent S vorne, dort wird das Ticker-Symbol eingesetzt und speichere beide Files auf die Festplatte. Die sehen dann von der Struktur her so aus. Da ist vorne eine Zeitangabe und wir sehen, das hat mit Date Time jetzt noch wenig zu tun. Wir können es erkennen als Mensch, aber unterm Strich müsste ich das jetzt zuerst mal in Date Time umwandeln. Parsen, lesen, übersetzen ist kein Riesenthema, aber Pandas wird das für uns automatisch erledigen. Und ich habe hier dann eben die entsprechende Information, also Bitkurs, welches Volumina zu Bit in Summe, das Volumen, Offerkurs und so weiter und so fort. Wir werden uns im Folgenden nur noch um die erste Spalte kümmern, nämlich die Bitkurse an der Stelle. Aber man sieht hier, oder das sehen wir gleich noch ein bisschen besser, wir reden hier über Sekunden- oder gar Untersekundendaten, die im Zeitablauf zu beachten sind. Jetzt lese ich die beiden Files ein. Was ich jetzt hier mache mit read.csv in der Pandas-Funktion ist eben klar, das File anzugeben. Ich sage, der Index, der mich interessiert, der relevant ist, ist in Spalte 0 in diesem CSV-Thema und ich gebe ihm mit auf den Weg, dass er versuchen soll, in dieser Spalte 0 einen Zeitindex zu erkennen und den zu parsen. Das ist hier parseDates gleich true. Wenn Pandas das mal nicht hinbekommen sollte, im Sinne von, dass die schon recht umfassende und gut funktionierende Logik scheitert, kann ich hier auch zum Beispiel noch einen Parameter DateParser übergeben, wo ich die Funktion an diese am Pandas übergebe, die ich mir selber geschrieben habe, weil ich aufgrund meines Wissens um das Problem einen entsprechenden Parser geschrieben habe. Also der Parser ist, wenn man so will, flexibel austauschbar, aber hier in dem Fall ist das so eindeutig, dass Pandas das hinbekommt. Also mit diesen zwei Zeilen generiere ich jetzt wieder DataFrame-Objekte. Jetzt müssen wir die Daten aufbereiten. Ich habe gesagt, wir haben doppelte Zeiteinträge. Das ist hier noch nicht schädlich, aber bei den weiteren Berechnungen wird Pandas mir da Fehler ausspucken. Deshalb bereinige ich es. Da hilft mir die Methode GroupBy dabei. Also GroupBy ist äußerst mächtig. Da kann ich aggregieren, machen, tun, umstrukturieren. Also da sich mal die Beispiele anzugucken, ist schon sehr, sehr illuminierend. Wonach ich jetzt hier gruppiere, ist nach Level gleich 0. Das gibt an nach dem ersten Index, den ich generiert habe. Mit der Methode last gebe ich jetzt noch mit auf den Weg, dass er den letzten Eintrag nimmt. Also wenn ihr zum Beispiel drei Einträge habt, könnte ich ja den ersten stehen lassen und die beiden anderen löschen, die gleich sind. Oder ich sage, ich nehme den letzten und lasse die beiden ersten löschen an der Stelle, wenn ich über Dubletten rede. Bei Zeitreihen und gerade bei Kursdaten macht es natürlich Sinn, den letzten Eintrag zu nehmen. Weil uns interessieren ja letztlich die aktuelleren Informationen versus den älteren Informationen. Also nochmal hier werden alle Zeitdubletten, also Zeitindex-Dubletten gelöscht und ich sage ihm, nimm die letzte beobachtete, den letzten beobachteten Wert an der Stelle. So, und dann haben wir hier nochmal unser DataFrame-Objekt. Hier werden jetzt nochmal ein String ausgegeben, entsprechende jetzt hier Datum-Zeit-Indizes. Ihr erinnert vielleicht, vorher stand nur ein Datum da. Hier ist jetzt ein Date-Time-Index auf der linken Seite und entsprechend Bit-Offer, was ich hier ausgeben lasse. Und wir sehen, wir haben jetzt hier schon sehr, sehr schöne Zeitreihen, mit denen man schon einiges anstellen kann. Das ist auch hier für sich genommen vollständig natürlich zuerst mal, weil mich interessiert, oder an der Stelle habe ich nur die Daten für die Apple-Aktie ausgeben lassen. Jetzt wollen wir aber die zusammenführen. Das war der nächste Schritt. Wir haben die Daten bereinigt um Zeitdubletten und jetzt wollen wir jeweils die Bit-Offers von Apple und Google in ein neues Data-Frame überführen, was wir Data nennen hier an der Stelle. Ich gebe nochmal den Namen, also als Dictionary zuerst den Namen der Spalte mit auf den Weg und letztlich hier in dem Sinne eine Zeit-Series, nämlich die Spalte Bit jeweils aus den anderen Data-Frame-Objekten. Jetzt lösche oder will ich hier alle Daten löschen, die vor 10 Uhr an diesem Handelstag liegen, also am 24. Oktober letzte Woche. Das ist auch in einer Zeile erledigt, wo ich nämlich sage, definiere ein neues DataFrame-Objekt, hier könnte auch Data stehen, ich glaube, da fehlt ein A, also Data gleich Data, kann ich überschreiben.
wo mich eben nur die Indizes oder alles das nur interessiert, wo der Index jenseits der 10 Uhr liegt. So habe ich hier ein bereinigtes DataFrame-Objekt mir mittels einer Zeile generiert. Jetzt bin ich kurz vorm Ziel. Ich habe hier, sage ich mal, bereinigte, aufbereitete, zusammengeführte Daten aus meinen Hochfrequenz-Datenquellen und will das jetzt natürlich nochmal ausgeben. Hier sehen wir nochmal die klassische Printausgabe, aber ich will es auch plotten. Und wenn ich das jetzt so plotten würde, ohne dieses FillNA als Methode dazwischen gepackt, dann wäre das mit Lücken versehen. Weil der Zeitindex ist jetzt so, wir werden das gleich sehen, ich gehe mal einen Schritt weiter, dass wenn wir uns das jetzt mal angucken, hier ungefähr ab 10 Uhr das ausgedruckt, so die ersten 20, sehen wir hier. Ja, jetzt haben wir gerade um 10 Uhr 2 und eine Sekunde, haben wir sowohl für Apple als auch für Google jeweils eine Bit-Quote. Aber um 10 Uhr 34 haben wir das schon nicht mehr. Und so eben auch umgekehrt. Wir haben hier alle Fälle. Alle bis auf das, dass wir natürlich zweimal Not a Number haben, das gibt es nicht. Also mindestens einmal haben wir eine Zahl. Aber wir können haben nur eine Zahl oder eben zwei Zahlen pro Zeitindex. Und wenn ich sowas jetzt plotten würde, hätte ich natürlich immer Löcher, Lücken dazwischen. Und diese Lücken, jetzt beim Plotten ist das vielleicht nicht schick oder unangenehm. Das ist auch beim Berechnen nicht schick oder unangenehm. Bei vielen anderen Anwendungen auch. Insofern haben wir hier die Funktion FillNA. Dann füllt er diese Lücken auf, hier on the fly, das wird gar nicht jetzt in dem DataFrame-Objekt gemacht, aber hier on the fly wird es aufgefüllt, sodass der Plot am Ende tatsächlich ein kontinuierliches Bild ergibt und keine Zeitsprünge hat, weil da eben dazwischen nichts geplottet wird. Aber wir sehen schon gerade in dem vorderen Bereich, dass an vielen Stellen, wo bei Apple was passiert, bei Google viel weniger passiert. Das ist dann immer, wenn das waagerecht verläuft. Und bei Apple passiert irgendwas, da habe ich dann die Sekundenticks. Aber bei Google läuft das waagerecht, weil eben da kein Handel passiert ist. Und so kann ich nichtsdestotrotz aber kontinuierliche Pfade über den gleichen Zeitindex hier generieren. Jetzt will ich das noch aggregieren nach Tag und Stunde. Tag ist jetzt hier, vielleicht kann man sagen, überflüssig, aber man denke jetzt daran, dass ich als Händler oder als Risikomanager, als Quant mehrere solcher Tage mir beobachte. Ist ja nicht so, dass ich typischerweise an einem Tag nur aktiv bin. Wenn ich jetzt mehrere Tage hätte, würden mich vielleicht die Stundeninformationen auf die mehrere Tage hingemappt interessieren, sodass ich jetzt hier kopiere zuerst mal nach Tag und dann nach Stunde. Und jetzt gebe ich hier nochmal an, ja, wie soll ich es kopieren? Ja, gib mir den Schnitt aus über die Daten. Also es wird kopiert, indem die Stundendaten gemittelt werden, wenn man so will. Ich kann hier aber auch das Maximum angeben, ich kann hier das Minimum nehmen, ich kann den Median nehmen, ich kann verschiedene andere Sachen nehmen oder ich kann mir sogar meine eigene Funktion definieren. Wenn ich sage, gib mir für die Daten x² minus 3 hoch 7. Das kann ich genauso definieren. Also die Methode CrewBy ist sehr, sehr flexibel. Ich muss nicht auf die eingebauten Methoden mich hier zurückziehen. Ich kann eben auch das ganze Thema selbst definieren. Eine Anwendung wäre zum Beispiel, die Aggregation volumengewichtet durchzuführen. Also ich sage, ich aggregiere nicht einfach blind, sondern ich sage, das Volumen spielt natürlich beim Handel eine Rolle und in die Summe und den Schnitt, den ich ermittle, dort fließt das Volumen mit ein. Sowas könnte ich hier zum Beispiel programmieren und es wäre finanztheoretisch auch sinnvoller, als das so zu machen. Aber so ist der kürzere Weg, der einfache. So dass ich hier jetzt, wenn ich das ausdrucke, so ein Bild habe, ich sehe hier 24.10., dann die einzelnen Stunden von 10 bis 22 Uhr, das sind die letzten Quotes in dieser Stunde und habe hier entsprechende Stundenwerte und natürlich bei der Grafik keine Überraschung, die habe ich jetzt mal in Einschaubild geplottet, sehen wir entsprechend auch unten nochmal die Beschriftung, wird angepasst, meine Kursverläufe und ich habe jetzt hier pro Einzelstunde eben einen beobachteten Wert und habe meine Daten aggregiert und kann hier ein Stück weit mehr vielleicht damit anfangen als mit der Hochfrequenzdarstellung. Jetzt will ich als letztes, da bin ich auch fast durch,
noch kurz zeigen, dass sehr viele statistische Funktionen hier eingebaut sind. Also ich habe eine Methode Describe, ich habe eine Methode Core zum Beispiel. Describe gibt so, wenn man will, eine Standardmenge an statistischen Informationen aus. Wenn ich mal so einen ersten Überblick haben will über so ein Dataset, nutze ich die Methode Describe. Korrelation, klar, selbsterklärend, gibt mir die Korrelation aus an der Stelle. Outputs. Hier sehen wie folgt aus, Summary Statistics for the Tick Data, haben wir für die Apple-Aktie so viele Anzahl an Beobachtungen, wir haben Durchschnitt, die Standardabweichung Minimum, 25% Quartil bis hin zum Maximum. Man sieht also hier wirklich fundamentale Daten, die mal on the fly ausgegeben werden und ich sehe hier auch die Korrelation, die ist relativ gering, würde man eigentlich höher erwarten, aber hier muss man eben sehen, dass wir Intraday sind und das, was auf Tagesbasis gemeinsam schwankt auf und ab, heißt ja lange nicht, dass das im Tagesverlauf selbst auch vergleichbare Korrelationen aufweist. Hier nur nochmal die gleichen Werte, natürlich genauso leicht generiert für die Stundendaten. Vielleicht nur noch als kurzer Hinweis oder das, was wir gerade damit treiben, wir setzen aktuell ein Projekt um, was sich mit Volatilitätsindizes und Derivaten beschäftigt. Also da ist man schon in einer recht abstrakten Welt, für die, die nicht aus der Finanzindustrie kommen, wo wir im Prinzip Volatilitätsindizes nachkalkulieren, Derivate bewerten auf diese Indizes und Trading-Beispiel offerieren. Und worauf ich hier nur hinaus will, jenseits der Inhaltlichkeit spielt Pandas hier eine absolute Hauptrolle. Also Anspruch hier mit dieser Website und mit all dem, was wir da anbieten, ist, den Leuten das Verständnis und das Nutzen dieser Produkte und dieser Themen einfach und schnell effizient beizubringen. Und wie man gesehen hat, ist Pandas, denke ich, prädestiniert dafür, wenn es um Datenberechnung und so weiter geht, Menschen, die zumindest mal das Fach-Know-how mitbringen, dann die technische und inhaltliche Seite mittels Pandas und Python gut beizubringen. Last but not least, mit Python machen wir, denke ich, unglaublich viele Dinge seit vielen, vielen Jahren. Angefangen mit unserer Software, wo ich eben einen Vortrag kurz zugehalten habe, wie wir das machen oder was die leistet, bis hin zu Research-Themen. Trainings haben wir gemacht, das ist nicht unser Fokus, aber das machen wir eben an der Stelle auch. In Kundenprojekten haben wir es eingesetzt, in meiner Vorlesung an der Universität des Saarlandes vergeht keine einzige Vorlesungsstunde, ohne dass wir Python nutzen, um uns die Finanzthemen oder auch ganz andere, ich sag mal, grundlegende Funktionen, funktionale Zusammenhänge und so weiter anzugucken. In Vorträgen natürlich wie heute und last but not least, hier habe ich es mit dabei, wer vielleicht mal einen Blick reinwerfen will, ein Auswuchs aus all dem, was wir machen, also ein Buch, Derivatives Analytics with Python, 323 Seiten, wo jedes Kapitel, jeder Chart, jede Formel, im Prinzip alles, was man findet, vollkommen lauffähig in Python gezeigt und implementiert ist. Skripte gibt es dann per E-Mail dazu, zu dem Buch. Also wie man sieht, wir nutzen Python für Finance in sehr, sehr vielen Bereichen. Und für meine Begriffe, so lange wie wir es nutzen, so intensiv ist Pandas eine absolute Bereicherung. Und ich hoffe, ihr habt heute auch ein bisschen was für eure Themen da mitnehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe zwei einfache Fragen. Für Python 3 gibt es das noch nicht, nehme ich an. Ich weiß gar nicht, ob das portiert ist. Da bin ich überfragt. Ich glaube, wenn es auf Matplotlib aufsetzt, dann allein schon deswegen nicht. Auf der Webseite mal gucken, also da sind so viele Themen zum Download. Ich gehe mal sofort zum ZIP-File, hol mal die letzte Version. Also ist auch portierbar und letztlich, wie gesagt, die Versionierung an der Stelle. Wir arbeiten mit 2.7x in allen Bereichen, also auf dem Notebook wie auch auf den Servern. Insofern. Ja. Ja. Und ist es ein Standalone-Tool oder kann man es auch in andere Anwendungen integrieren? In welchem Sinne Standalone? Dass man es quasi so nur als Skripte reinfüttert und dann kommen irgendwie Diagramme raus oder kann man es auch zum Beispiel in eine PyQt-Anwendung oder eine PySet-Anwendung integrieren? Ja, klar, es gibt hier, also einfach mal auf die Webseite gucken, da sind auch viele Anwendungsbeispiele, auch sag mal, im Cloud-Betrieb und hier, also in ganz anderen Bereichen, als ich hier gezeigt habe, also hier Serverdaten, Logfiles und Last und so weiter, ich kann, sobald es sich um Daten handelt, um Zeitreihen, wie gesagt, Zeitreihe ist die besondere Stärke, ich kann viele andere Daten damit auch crunchen, aber Zeitreihen ist aus meiner Sicht die absolute Stärke und alles, was irgendwo ein Timestamp dabei hat, kann ich damit wunderbar managen, auswerten, analysieren, darstellen, also das ist überall hin integrierbar, nur ich nutze es im Wesentlichen interaktiv in der Tat. Okay, danke. Also mit IPython, um das noch zu ergänzen an der Stelle. Mich würde interessieren, ob die Bereinigung dieser Sub-Second-Werte notwendig ist oder könnte ich gleich über alle Werte aggregieren? Nee, es gibt gewisse Dinge.
die funktionieren dann nicht mehr. Wenn ich Sachen zusammenführe, zum Beispiel, welches wähle ich? Also bei Durchschnitten, welche nehme ich jetzt dafür? Ne? Also dieses Auswahlproblem habe ich, weil ich habe dann Dubletten. Ne? Ich sage, gib mir Herrn Müller aus. Ja, welchen Müller? Entweder habe ich nur einen Müller oder ich spezifiziere ihn weiter. Also ich müsste hier in den Untersekundenbereich gehen. Das ist nicht möglich, dass ich im Millisekundenbereich Zeit rein... Nee, also mit den aktuellen Zeitindex-Themen nicht. Also das ist, glaube ich, noch eine offene Thematik. Wobei gerade seit 08 wurde das ganze Thema Zeitindex nochmal neu aufgesetzt, von Grund auf, weil das natürlich so fundamental ist. Also überall spielt dieser Zeitindex eine Rolle. Es wurde von Grund auf geändert. Ich weiß nicht, wie die Planung in der Hinsicht da aussieht. Du hattest gesagt, dass das jetzt nur für In-Memory-Operationen gedacht ist, wenn man jetzt größere Datenmengen hat, also so Stichwort MapReduce, gibt es da Ansätze oder muss man dann da alles von Hand erledigen? Gut, ich meine, das Standardthema ist, ich kann natürlich, wie zum Beispiel jetzt eben gezeigt, als Beispiel mit dem HDF5-Store oder HDF-Store, wie die Funktion hier heißt, ist ja nichts anderes als ein HDF5-File. Ich kann natürlich Sachen wegschreiben und ich brauche in der Regel nicht alles oder häufig nicht alles. Ich kann entweder iterieren über Teilmengen der Daten, aber es ist jetzt kein, wie soll ich sagen, Datenbank-Tool. Also wie mit PyTables, wo ich über Zeileneinträge in einer Datenbank-Tabelle iteriere oder auch über geslicete Arrays aus dem HDF5-File. Das macht es nicht. Also das, was hier berechnet wird, ist In-Memory. Aber ich kann natürlich meine Data-Frame-Objekte on the fly mit Teilmengen meiner Gesamtmenge generieren. Also ich könnte schon eine Datei verarbeiten, die jetzt größer ist als mein Hauptspeicher und liest dann eben nur einen Teil davon ein. Ja, aber im Sinne von, ich muss es dann aber auch programmieren. Ne? Ja. Also da gibt es jetzt keinen Workaround oder keine eingebaute Funktion nach meiner Kenntnis an der Stelle. Aber wir nutzen das, um das abschließend zu sagen. Also deshalb hatte ich ja eben gesagt, der letzte Vortrag, den ich dazu hatte, war Pandas mit PyTables. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein wunderbares Pendant oder Bruderpaar, wie immer man das ausdrücken will. Weil einfach das, was das eine gut kann, kann das andere vielleicht nicht so gut und umgekehrt. Ich kann dieses Out-of-Memory-Thema, das Ablegen, das schnelle Speichern, das Auslesen von bestimmten Dingen mit PyTables wunderbar machen und Pandas es eben super convenient mit Darstellungen machen und tun. Also die beiden Dinge zusammen zu probieren, auch von der Syntax her, von der Nomenklatur, die sind so nah beieinander, dass man kaum merkt, wo man sich jetzt bewegt an der Stelle, wenn man es richtig macht. Also das passt schon sehr, sehr gut zusammen. Wobei ich auch, vielleicht das noch abschließend, ich kann auch aus SQL-Datenbanken Daten einlesen und so weiter. Deshalb meine ich, mit Untermengen einer Gesamtmenge kann ich wunderbar arbeiten, egal wo sie herkommt. Und ich kann es auch wieder genauso zurückschreiben. Nur, wie gesagt, ich kriege eben nicht, wenn ich 8 GB Speicher habe, kriege ich nicht mehr rein als 8 GB. Ne? Gut. Wenn es also, keine Fragen mehr gibt, vielen Dank nochmal. Da war noch eine. Wir haben noch zwei. Weil die Zeit noch haben, ich habe sie. Vielleicht noch kurz gucken. Ganz kurz eine Frage, so zu den Lästigkeiten, die man oft hat, gehören auch Dezimaltrennzeichen und unterschiedliche Kalender. Ist das ein Problem? Nein, also ich kann zum Beispiel beim Einlesen aus CSV-Files, so bei Komma separated sollte eindeutig sein, aber in CSV-Files findet man ja alles. Ich kann den Separator angehen, ob das ein Punkt ist, ob das ein Semikolon ist, ob das was auch immer ist, den kann ich auch als Parameter SEP gleich zum Beispiel Semikolon angeben. Also das ist kein Thema. Und der zweite Teil der Frage, Kalender, was im Hinblick auf welche Kalenderthematik? Also zum Beispiel wird europäisch-amerikanisches Format unterstützt, also MMDD, DDMM. Ja, vollkommen richtig. Es gibt Unterstützung, wie gesagt, für Business Day und so weiter und so fort. Es gibt auch Time Zone Support mit PyTZ, ist eingebaut. Was meines Wissens nach noch die letzte offene Flanke ist das Thema Holidays, also Feiertage, genau. So. Also das ist natürlich, also was ist in den USA ein Feiertag, was ist hier ein Feiertag, also das Thema Business Day ist relativ einfach, ich sage, okay, das ist Montag bis Freitag normalerweise, aber was ist jetzt, ist Allerheiligen in den USA? Nee, glaube ich nicht. Also das ist das Thema, was noch offen ist und da muss man wahrscheinlich eine Liste selbst mitführen von diesen besonderen Daten. Und das als Randthema für die Region, in der man unterwegs ist, mitpflegen. Vielleicht noch abschließend, wenn keine Fragen mehr sind. Auf physician.com gibt es ein
Blog zur PyCon.de, dort sind auch die Slides downloadbar. Ich habe jetzt noch keinen, die Links noch nicht geschickt, das habe ich heute Morgen erst hochgeladen. Also unter vision.com, einfach so wie es in dem Linkpfad zum Blog-Eintrag, dort gibt es die Slides auch zum Download. Gibt es ein Handling für Codierung? Bei den Daten, manchmal hat man ja unterschiedliche Codierungen bei den Daten, die reinkommen. Also wenn ich Strings, aber überhaupt allgemein String-Codierung. Bin ich überfragt, ehrlicherweise. Ich weiß, vieles wird sehr, sehr convenient gehandhabt, aber da hatten wir, also mir ist bisher noch nichts über den Weg gelaufen, wo das ein Thema gewesen wäre. Aber vielleicht ist es auch der Grund, dass wir immer aus gleichen Finanzquellen die Daten entsprechend ziehen. Und, aber da ist... Einfach mal in die lange Dokumentation, ich glaube, es sind 350 Seiten mittlerweile als PDF-File mal durchsuchen. Da findet man fast zu allen Themen dann die entsprechenden Anmerkungen. Mit den chinesischen Börsen dann arbeiten, ist das dann vielleicht ganz wichtig. Genau, da ist es. Aber auch da werden die Zahlen typischerweise so geliefert. Okay. Noch eine Frage? Ja. Wir haben noch. Ja, vielleicht nur eine Anregung, weil wir das Thema gerade hatten. Also wir hatten Daten gesehen, die aus dem Web abgezogen werden und in CSV konvertiert werden. Es gibt auch für Python oder in Python geschrieben, beispielsweise Scrapy, mit dem man Möglichkeit hat, eben auch zum Beispiel bei asiatischen Seiten Daten abzuziehen und die werden dann in UTF-8 abgelegt, nee, in Unicode, ich weiß nicht welcher, ja. Und die bekommt man dann auch, wenn man möchte, direkt als CSV rausgeschrieben. Da kann man dann mit XPath oder CSS-Selektoren auf die Seiten draufgehen, sich die Sachen strukturiert rausziehen und irgendwo ablegen, wo man es gerne hätte oder direkt als CSV in ein Dateisystem oder auf S3 oder sonst wo hinlegen und von da aus dann mit sauberen Daten weiter prozessieren. Ein guter Hinweis, also wie gesagt, Pandas kann viel, natürlich nicht alles. Also es ist aber auch einfach erweiterbar und nutzbar, gerade für so Spezialfälle. Man muss auch immer noch mal sehen, also nicht nur, dass ich das heute für Finanzthemen genutzt habe, es ist auch in diesem Umfeld entstanden. Also Wes McKinney hat zu der Zeit bei AQR Capital Management gearbeitet, einem großen Hedgefund. Die haben das dann released als Open Source, diese Pandas-Bibliothek. Also der Hintergrund sind schon Finanzdaten an der Stelle und da ist es sehr, sehr stark. Es gibt sicher andere Bereiche. Heute früh hatten wir eine Diskussion zum Thema Daten im Energiebereich. Dort gibt es vielleicht ein paar Punkte, die nicht so gut adressiert werden können. Aber mit Sicherheit ist es gut in viele, viele Richtungen auch an der Stelle erweiterbar. Man kann auch zum Thema Webseiten, ich kann statt Read-CSV, kann ich auch Read-Clipboard eingeben, also was immer ich auch auf irgendeiner Webseite finde, ich muss kann es in die Zwischenablage reinkopieren, zum Beispiel in eine Tabelle, und mit Read-Clipboard kann ich daraus on-the-fly ein Dataframe generieren. Gerade für Ad-Hoc-Analysen, die nicht regelmäßig passieren, sehr, sehr angenehm, wie ich finde. Gut, dann vielen Dank für den Vortrag. Ich danke.